Aber viele trinken auch, um in Geselligkeit zu kommen, sonst sitzt man allein zu Hause. Wie kann man damit umgehen? Das ist eine gute Frage. Haben vor dir viele schon gestellt. Du gehst trotzdem in Geselligkeit. Trotzdem. Dann ist es natürlich schlecht, wenn dann die anderen Leute um dich herum sagen, hier, trink doch mal ein und so. Und wenn man dann sagt, also gerade weil das ist bekannt von Leuten, die eben die fünf Absichten erklärt haben. Die trinken nicht mehr, aber die gehen trotzdem in Geselligkeit. Das heißt ja eben nicht, dass man sich da, dass man nicht mehr mit seinen Freunden zusammen sein will, wenn die eben nicht die fünf Absichten erklärt haben. Es geht ja darum, dass du selber da nicht mehr trinken willst, weil du das selber weißt, es tut mir nicht gut. Ich schreibe das den anderen, den Kumpels oder den anderen Freunden nicht vor, dass sie jetzt auch aufhören müssen. Schwachsinn. Nur ich selber möchte aufhören. Und dann gibt es diesen Moment, wo die anderen eben sagen, ja, trink mal mit und so. Und das, was sich bewährt hat, ist zu sagen, ärztliche Anweisung. Eine der fünf Regeln ist keine Lügen mehr erzählen, kein Mist, ist keine Lüge. Weil der Buddha gilt als dein Arzt. Wie war das? Buddha, Dhamma und Sangha. Buddha ist der Arzt, die Lehren ist quasi die Medizin und die Sangha, das sind halt die Gemeinde quasi, das sind die Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und der Buddha ist der Arzt, dann kannst du sagen, ist die Anweisung vom Arzt, Buddha, hast du nicht gelogen. Und das nehmen viele dann auch ernst. Also das, wenn man dann in einer Geselligkeit ist und die anderen sagen, komm, lass uns doch auf den Geburtstag von sowieso mit anstoßen. Und man dann sagt, nee, darf ich nicht mehr, Anweisung vom Arzt. Dann ist man quasi aus der Diskussion raus. Dann kann man eben, weiß ich nicht, eben zum Anstoßen seine Brause trinken oder was, oder Apfelsaft oder was du dann da nimmst. Also es heißt nicht, man darf nicht mehr gesellig sein. Das heißt nur, ich möchte nicht mehr Alkohol trinken. Das ist die Antwort darauf. Das wird dann aus anderer Sicht wird es dann schlecht, wenn die anderen viel trinken und du dann merkst, jetzt habe ich keinen Kontakt mehr zu denen, ich kann gar nicht mehr mit denen reden. Ja? Das wird dann ein anderes Thema. Aber wenn es eben zu normalen Geselligkeiten, eine normale Geburtstagsfeier oder sowas ist, oder solche gesellschaftlichen Versammlungen, wo eben Alkohol allgemein üblich ist zu trinken, kann man eben sagen, ärztliche Anweisung, darf ich nicht mehr, trinke ich nicht mehr. Ja. Und dann geht das meistens. Eine Frage, noch eine Frage. Hallo, ich finde es sehr schwer, 20 Minuten zu sitzen. Wie ist es möglich, 4x45 Minuten täglich zu sitzen? Indem man sich erstmal nicht 45 Minuten vornimmt. Das ist klar. Und weil man dann eben nochmal genauer dahin guckt. Ich finde es sehr schwer, 20 Minuten zu sitzen. Das sollte schon mal nicht sein. Das sollte nicht schwer sein. Ja? Also dann damit umzugehen, was macht dir das denn schwer? Ja? Eine dieser fünf Konzepte aus der Sutta-Pitaka, aus der Satipatthana-Sutta, ist eben die fünf Hindernisse. Und da dann dran zu gehen, was habe ich denn hier für ein Hindernis, dass mir die 20 Minuten als schwer erscheinen. Und dann darüber zu lernen. Also du müsstest jetzt sagen, was machen dir denn die 20 Minuten so schwer? Ja. Ist das Langeweile? Ich habe die letzten Male abends Müdigkeit gehabt. Aber man kann dann mit Müdigkeit trotzdem sitzen. Das ist Müdigkeit. Okay. Ah, hallo Müdigkeit. Es geht.
Und man weiß dann auch die Ursache, ne? Zu viel gearbeitet, zu wenig Schlaf und so. Und dann weiß man, ja, es wäre in Zukunft gut, wieder ein bisschen weniger Arbeitslast sich aufzubürden und ein wenig mehr zu schlafen. Und das merkt man dann im Laufe der Tage auch, dass man, wenn man abends die letzte Sitzung hat, ne, stilles Sitzen, nicht mehr so müde ist. Und man kriegt dann mit den ganzen Tag über, ich bin frischer. So kann also die eigene Erfahrung aus dem Hindernis im stillen Sitzen, ne, und das ist egal, ob du 20 oder 45 Minuten sitzt. Ne, wenn du 20 Minuten sitzt, merkst du schon, irgendwas steht meiner Zufriedenheit mit diesem Moment im Wege. Weil wenn ich wirklich Körper zur Ruhe kommt und Geist zur Ruhe kommt, dann entsteht wirklich normalerweise so eine innere Zufriedenheit erstmal. Eine, mit der ich endlos sitzen könnte. Und wenn der Körper nicht Zipperlein macht und der Geist kein Zipperlein macht, dann kann ich in diesem Moment zufrieden sein, endlos. Merke ich gar nicht, dass 20 Minuten rum sind. Und alles, was ich sag das eben, inneres Lächeln, das kommt nach der Zufriedenheit, dieses Gefühl, ne, im Wege steht, sind schon Hindernisse. Damit muss man umgehen. Ja. Weil es soll keine Tortur sein, das Sitzen. Im Gegenteil, das ist der Weg der Selbsterkenntnis. Deswegen ist Meditation ist nicht so ein Eieiei, Wohlfühlen, und wenn ich mich nicht wohlfühle, klappt meine Meditation nicht. Nee. Du lernst aus diesem, ich kann 20 Minuten nicht sitzen. Was ist das? Ist das Müdigkeit? Ist das Langeweile? Ist das Unruhe? Ist das Ärger? Ja? Irgendwas? Zweifel? Mache ich das richtig? Hat mein Lehrer mir alles richtig erzählt? Ja? Zweifel. Zweifelsucht. Also das wäre der nächste Schritt dann, ne, daran zu gehen, rauszufinden, welches der Hindernisse liegt davor, wie kann ich da sinnvoll mit umgehen. Weil diese Hindernisse, deswegen ist das wie Labor, diese in deinem Fall 20 Minuten sitzen, ist wie Labor. Ne, betrachtest das, was in dir los ist, und wenn du das im Stillsitzen erkennst, weise auflöst, dann hilft dir das für den täglichen, für den Alltag. Das ist so ein unterschwelliges Hindernis, was immer vorhanden ist, tagsüber oder immer wieder auftaucht, wo man nicht darauf achtet, was man im stillen Sitzen bei sich feststellt. Und wenn du das weise langsam auflöst, dann hast du eine Bremse im Alltag weniger. Und so kommst du sogar im Alltag immer mehr zu diesem inneren Lächeln. Und deswegen sage ich, dein Leben wird einfacher. Ne? In der Meditation wie im Brennglas sich selber über betrachten, dann sieht man da so einen Schmutzbrocken in sich, ne? Kann ein bisschen sauber machen, und der ist dann im Alltag auch weg. Ne? Im Zen-Garten sind das die großen Wackersteine, um die man eben rumhakt, wenn man die großen noch nicht schafft. Genug, es sei denn, ihr habt noch Fragen. Aber Andreas, die Fragen, die du gestellt hast, gut, sind gute Fragen. Ich hoffe, meine Antworten sind auch wichtig und auch gut gewesen, dass du was damit anfangen kannst. Okay.